das wäre jetzt nochmal der 14 MHz Sender. Ich habe ihn hier mal aufgebaut. Ich habe hier mal meine Redblock-Batterie oben angeschlossen. Dann hier meine Audioquelle wieder, den PC. Einfach auf Minus und Audioeingang. Dann hier einen Draht als Gegengewicht zur Antenne. Und hier gegenüber, also auf der anderen Seite, genau die Antenne. Den Antennendraht. Ich habe mal zwischen Masse und Antennenausgang das Ostsee angesteckt. Und an den Trimmer könnte man dann die Antenne anpassen. Am Ostsee steht, es sind genau 14 MHz. Es ist eine schöne Sinuswelle. Ein bisschen hell. Genau 14 MHz, schöne Sinus. Also an den Trimmer könnte ich jetzt die Antenne anpassen. Das heißt, wenn ich dran drehe, wird es schwächer. Andere Richtung drehe wieder stärker. Und es sind gute 5 Volt bei der Antennenlänge. Ist ja nicht, die dann ganz schön schon ab. Gut, die 5 Volt ins Plus, 5 Volt ins Minus. Auf 14 MHz. Jetzt schicke ich mal Audio rein. Und schau mal, wie das zu empfangen ist. Vorher stecke ich das Oszilloskop ab. Das Oszilloskop hat auch eine Kapazität von 18 pf. Jetzt wird das nicht mehr ganz stimmen. Ich versuche mal, das mit einer Art künstlichen Antenne abzugleichen, indem ich das Oszi einfach mal daher lege und schau, ob ich jetzt hier, ich habe hier das abgelegt, mal schauen, ob ich das hier, genau, wenn ich das in der Nähe komme, dass ich das auf Maximum abgleiche, ja, weil das Oszi-Bild unscharf ist. Das ist auch unscharf. Ich drehe jetzt mal am Trimmer, bis ich die maximale Wellstärke habe. Ah, hier. Hab die maximale Wellstärke hier. Ja, okay. Ich habe jetzt hier einfach nur das Oszi hingelegt, nichts angeschlossen und den Trimmer auf maximale Wellstärke abgeglichen. Was maximal von der Antenne abgesendet wird. So, jetzt mal gucken. Mal Musik starten. Die Musik jetzt mal gestartet. Jetzt gucke ich mal am Scanner, den schalte ich mal ein. Bei 14 MHz. Schaut gut aus. Man hört etwas, mal die Lampe anmachen, dass man auch was sieht. Sehr stark das Signal. Ja. Mal die Antenne abstecken. Auch ohne Antenne. Auch sehr stark empfangen. Da brummt etwas. Ich denke, das ist das Ostsee. Mal ausschalten. Echt sehr stark. Obwohl ich keine Antenne dran habe, kann ich den Eingangsrohr mit voller Signalstärke empfangen. Und der sendet sehr, sehr weit, der Sender. Auch ohne Antenne empfange ich den echt gut hier. Die Modulationsqualität ist ganz gut. Ich glaube, das Brummen, das kommt eher von einer Masse. Oder von der Kamera. Nein, es kommt von der Masse. Genau. Also, ich habe hier ziemlich Elektrosmog, ziemlich viel. Das macht sich so bemerkbar. Jetzt ist es weg, oder? Ah, jetzt. Ja. Von der Qualität her einwandfrei. Von der Sendeleistung echt ordentlich, dafür, dass ich am Scanner nicht mal die Antenne dran habe.